Wir sind heute in Oberhausen im Fraunhofer Institut und es ist unglaublich spannend gewesen. Wir haben jetzt fast 3 Stunden miteinander geredet. Es ist keine Langeweile gewesen, weil das, was wir als Grüne brauchen, was wir wollen, die Energiewende gestalten und die Potenziale hier im Ruhrgebiet nutzen, dafür haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte. Wir reden heute über Gasspeicher, um sie zu nutzen als Speicher für Strom. Wir haben geredet über Warmwasserspeicher, weil Fraunhofer hier sehr intensiv arbeitet an neuen Speichern für Strom, für Warmwasser im Bereich von Stadtwerken. Und es hat sich wirklich gelohnt. Wir sind hier sehr freundlich empfangen worden. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten Station unserer Energietour. Wird es die Grünen brauchen, um das ganz zäh Meter für Meter umzusetzen. So, wir sind in Bochum an der Hochschule im Geothermiezentrum und wir haben uns draußen den Geothermiezentrumsneubau angeguckt, der jetzt im Herbst in Betrieb geht. Wir haben uns umfänglich informiert über die Chancen, die es hier im Ruhrgebiet gibt, aus der Geothermie, aus den Bohrtechniken, die hier entwickelt werden. Das war sehr beeindruckend. Und wir haben uns konkret informiert über ein Projekt der Stadtwerke Bochum, die Grubenwasser nutzen, das mit 20 Grad aus dem Bergbau kommt, sonst ungenutzt weggeschmissen wird und damit jetzt die Feuerwache und den Gesamtschulkomplex beheizen wollen, was sehr, sehr schön ist. Da liegen noch Potenziale drin, die alleine im Ruhrgebiet mindestens 10.000 Einfamilienhäuser heizen könnten und die wollen wir natürlich perspektivisch nutzen. Morgen früh geht es bei mir in Aachen um 6 Uhr weiter mit RTL zum Frühstück. Dann hole ich in Düsseldorf vom Südfriedhof unsere Pressesprecherin ab und dann sind wir morgen unterwegs in Ostwestfalen. Als erstes fangen wir an mit der Windkraft, mit tatsächlich einem hervorragenden Beispiel, wo mit Windstrom Maschinenbaubetrieb versorgt wird. Dann sind wir in Bad Lippspringe und gucken uns ein Solarparkhaus an, wo tatsächlich ein Parkhaus mit Solarzellen Autos versorgt. Und zum Schluss in Bielefeld in der Klimaschutzsiedlung, wo uns ein Architekt zeigt, wie heute neu gebaut wird, wenn man intelligent baut. Und das wird morgen der Tag in Ostwestfalen.